Herzlich willkommen bei Linux Games mit einem Minecraft Let's Play. Wir spielen hier Hardcore. Wir haben große Fans im Hintergrund, die ihr durch wunderbaren Zombie-Geräusche gerade hören konntet. Wir rennen einfach mal hier nach vorne. Blind. Und tun uns weh. Wow. Und wir haben vergessen, irgendwas zu essen zu kaufen, zu essen zu machen. Wir haben zwei Felder. Wunderschöne Felder. Was wir nicht haben, ist aber... Stimmt. Ja, was wir nicht haben, ist momentan fertiges Essen. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein. Und dieses Lagerfeuer ist gefährlich. So, da drin ist unsere Mine, in Anführungszeichen. So richtig Mine ist das ja noch nicht. Und ich will gerne ein Plätzchen zum Angeln haben. Das brauchen wir nicht dafür. Wir machen Boden mit Grundstein. Je und je ein Grundstein sammeln. So. Ich höre einen Enderman. Wenn ihr aber nicht gefallen habt, bist das denn, wenn der hier Sand klaut und sich blöd auf meinen Feldern hinsetzt? Wenn ja, dann wirst du nicht mehr viel zu lange haben. Endermans haben wir schon getötet. Endermans werden wir wieder töten. Wir müssen notwendig achten. Und da kennen wir keinen Spaß. Wirklich, mein Lieber. Gar keinen Spaß. Oh, wir haben einen Flint. Und wir haben natürlich kein Schaufel mehr. Nehmen wir uns den nächsten. So. Hier mal ein Stück ab, Insel. Oh, ein kleines. Mache ich hier auch nochmal. Wenn ich das nochmal anbauen will, sollte das nicht zum Problem werden. Ich muss mir hier wegmachen. Das ist ein relativ großer Angelplatz. Dann können wir in die Richtung angeln und ein bisschen Steg werde ich uns auch gönnen. Das macht nichts. Dann machen wir das halt so. So. Den da. 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 Und das wird dann auch hier erstmal reichen. Mal gucken, ob es symmetrisch ist. Reihe daraus und fügen hier noch schon extras mit ein. Nehmen wir das mit dem noch raus. So, die dahin, da kommt auch ein Block hin. Da kommt selbstverständlich eine Fackel drauf. Hier machen wir das mit Säulen. Sorge ich mal dafür, dass hier kein anderer einfach so schnell reinspaziert.
Dirt. Dirt haben wir noch genug. Und dann wollen wir hiermit eine Crafting-Box bauen. Packen wir das auch nochmal. Nee. Crafting-Box. Runter, craft die Box drauf. Ich glaube, ich mache doch einfach doch den. Vielleicht ergeben sich da ja neue Rezepte. Und ich habe was davon. So, dafür muss ich aber erstmal umkommen. Ich glaube, ich muss niesen. Ich hoffe, es wird nicht weiter. Ich hoffe, es ist weg. Sehr gut, ich glaube, ich habe das nicht überwunden. Denkt aber, Leute, nicht auf diesen dort drücken. Wer auf den Niesen dort drückt, kann sich dabei auch mit die Rippen brechen. Klingt komisch, ist aber so. Ist mir zum Glück noch nicht passiert. Habe ich auch nicht vor. Doch, den ersten Punkt für Brücke darüber. Mal sehen. Dann können wir dann rein. Wir haben es auch angelegt dabei. Aber wir können bald hier einen schönen Weg bauen. Wie weit ist das mit der Ernte? Das sieht noch nicht ganz fertig aus. Das sieht schon etwas besser aus. Da würde ich nicht noch reinlaufen. So. Aber ich habe hier noch ein paar andere Sachen, die ich machen könnte. Und dafür gehen aber auch nochmal. Ich könnte zuerst mal dafür sorgen, dass ich auf mein Vorderstück und jedenfalls die Seite angegriffen werden könnte. Wo ist eigentlich mein Boot? Da ist ein Boot. Mein Boot kann ich jetzt auch öffentlich hier nochmal abstellen. Und bevor ich irgendwas anderes mache, gehe ich doch erstmal angeln. Jetzt habe ich mir so viel gegeben. Na, genießen wir das Angelerlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geangelt habt. Ich habe mit meinem Vater und mit meinen Geschwistern öfter mal geangelt. Und dann saßen wir da auch stundenlang rum, hab einen Fisch nach dem nächsten aus dem Wasser gezogen. Nein, ganz so war es dann nicht immer. Wir haben hauptsächlich süßer Flüssen, also Süßwasser geangelt. Denn Raubfisch, also Barsch in erster Linie. Oder auch ganz gerne mal Forellen im Forellenteich oder wie sie auch nannten, Forellenpuff. Also dann Regenbogenforellen. Rotaugen haben wir auch in Flüssen tatsächlich öfter mal geangelt. Schmecken auch, wenn man sie richtig zubereitet. Und hier fangen wir Kabeljau. Können wir sehen, da roher Kabeljau. Lachs kann man glaube ich auch fangen. Na komm. Einen will ich noch. Vier Stück will ich. Vier Fische. Rohen Lachs hätte ich auch gerne mit dazu. Und dann sagen wir nochmal auf andere Art und Weise. Schnappen wir uns den Eimer und dann fangen wir einen Fisch mit dem Eimer. Wie lange haben wir noch? Tag? Oh, ich meine. Perfekt, dann haben wir ja alle vier Fische, die ich haben wollte. Straße, also wie ich hier nochmal mit reinsetzen, das wäre ganz cool. 1, 2, 3 und den. Dann kann ich hier richtig schön am Lagerfeuer unsere Fische grillen. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool.
unser Eimer dabei? Nein. Gehen wir kurz den Eimer holen. Wo ist der Eimer? Da ist der Eimer. Wenn die fertig sind, dann springen die da so raus. Wir ganz kurz beobachten müssen. Ja, da haben wir es. Und also das mit dem Lachs. Den gehen wir ins Boot. Fische sehen. Das ist die Pützko-Insel. Ach, jetzt kommt gleich die Fantome wieder. Jetzt ist wieder Nacht und dann hört der Spaß auf ihr auf. Schmeißen wir gerne mal ein bisschen die Gurken. Dann würde ich übrigens auch wegbauen, wenn wir ganz gut machen. Ihr könnt gerne nochmal unten in die Kommentare schreiben, was ihr euch wünschen würdet an Gebäuden, was wir noch bauen können, wo wir vielleicht mal versuchen können, was zu entdecken. Denkt dran, ist doch nicht so was kann sein. Also jetzt nicht, wir bauen uns jetzt mal mit Kolben nach unten im Ende und da versuchen wir den negativen Reiz reinzukommen von der Höhe her. Das wäre unpraktisch, das könnte ich im Hardcore-Modus wahrscheinlich nicht ganz abbilden. Ist gar kein Problem. So, weiter buddeln, weiter buddeln, buddeln, weiter buddeln. Und Spitzhacke am Arsch. Einmal Stäbchen machen. Zwei Spitzhacken anfertigen. Und weiter buddeln. Noch keine Monster gehört. Cool ist noch Lust. Das schon seit ungefähr 4 Minuten. Wenn ihr euch fragt, wo ich das genau weiß, ich habe zwei Bildschirme und auf dem zweiten Bildschirm läuft das Aufnahmeprogramm. Und das wird mir mal angezeigt, wie lange gerade eine Folge ist. Und dann kann ich, wenn ich sehe, dass es Nacht wird, da mal kurz drauf gucken. Sehe dann auch, wie lange es schon Nacht ist. Anhand der Zeit, die da drauf steht, und kann dann auch so ganz gut abschätzen. Wieder hell werden müsste, da alle Folgen ungefähr 20 Minuten gehen, wenn ich die Folgen einzeln aufnehme, ist das für mich kein größerer Aufwand zu sehen. Und während ich gerade was aufnehme, rendere ich auch noch gleichzeitig ein Zero-AD-Video, das ich vielleicht auch nochmal zur Verfügung stellen werde.
Nicht alles, was ich mache, wird tatsächlich auch hochgeladen. Und mit einigen Sachen bin ich dann unzufrieden, mit einigen probiere ich so ein bisschen rum. Ihr werdet es kennen. Für mich ist das ja auch momentan eher so eine Art Spaßkanal. Also zu meinem Vergnügen und hoffentlich auch zu eurem Vergnügen. So, dass alle denn was davon haben. Ah, wie schön. Noch mehr Theorie. Ja. Und so bringe ich mir dann noch ein bisschen meine Freizeit. Dann jetzt rein spielen. Also ich spiele gerne mit Freunden und manchmal auch alleine. Und ich jetzt alleine spiele, bekommt ihr halt immer die Aufnahme davon. Es kann dadurch halt auch mal passieren, dass ich mehrere Folgen am Stück aufnehme. Wenn ich dann einen Tag nicht viel vorhabe, obwohl den ganzen Tag spiele ich ja nicht. Aber wenn ich immer so zwei, drei Stunden spiele, kommen dann beide noch ein paar Folgen raus, irgendwie vier, fünf Stück. Die müssen nicht alle vom gleichen Spiel sein. Aber jetzt, da war zum Beispiel eine Spinne jetzt gerade wieder zu hören, die, als ich die COD aufgenommen habe, kam es auch vor, dass ich dann irgendwie einen Gegner gespielt habe und das habe ich komplett natürlich gemacht. Bin halt Stück für Stück hochgeladen. Deswegen waren auch übrigens relativ lange noch die schwarzen Balken zu sehen bei den 3D-Videos. Ich hatte drei Spiele hintereinander gemacht und die waren hochgeladen. Ist natürlich nicht gebraucht wieder bei den besten Let's Playern, die das doch relativ aktuell halten. Jedenfalls hier fest bist du, glaube ich. Oder sie, je nachdem. Und vielen Dank für den Hinweis, ich habe das mittlerweile auch oben, wie man in den Minecraft-Videos sieht. Ich hoffe auch, dass es bei Security dementsprechend mittlerweile besser geworden ist. So, wir haben noch 4 Minuten gemacht. Schon 2,4 Minuten in dieser Folge. Dass wir 4 Minuten als solches ankündigen können. So, ich komme mal die letzte Schicht schnell ab. Und nochmals perfekt. Sehr schön. Das spawnt auch eigentlich irgendwas. Eine Fledermaus. Jetzt gucken wir vorne einmal aus dem Tunnel raus. Ein kleiner vorsichtiger Blick. Ich sehe und höre nichts. Das ist ein Creeper. Ah, da sehe ich was. Boom. Nein, das war nicht mein Ziel. Wo ich wieder hoch. Ist man auch kaputt? Nein. Oh, das ist immer noch nicht kaputt. Warum nehmen wir das Vieh jetzt noch weiter nach hier? Komm zu Daddy. Schon vorsichtig umgucken. Nicht, dass man von hinten angegriffen wird. Gönnen wir uns die Spinne? Ja, wir gönnen die Spinne. Boah, schnell ins Haus. Wir haben zwar mittlerweile Nahrung, aber das müssen wir jetzt nicht riskieren. Ja, damit geht da hinten auch schon die Sonne auf. Der Mond geht noch nicht unter. Gucken wir mal hier rein. Wir haben Kohle in Mengen. Jetzt gerade rein. Hier schon wieder einen ganzen Schwung an Stein reinpacken. Sand, noch ein Stein. Was mit dem Zeug? Knopf können wir da reinpacken. Turmhaut können wir da reinstellen. Einmal können wir auch meinetwegen nochmal da reinpacken.
Tatsachen. Ach nee, den Eimer wollten wir mitnehmen zum Fischfang. Das nehmen wir als nächste Tagesherausforderung. Ja, die Viecher fliegen auch fröhlich vor sich hin. Machen wir noch die Putze zu. Der Mond ist weg. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Linux-Kanal. Und vergiss das Abo nicht.